Matze, heute direkt vom Training hier vor die Kamera. War ein bisschen neblig heute, oder? Ja, die Witterungsbedingungen waren nicht ganz optimal, weil man im Verlauf des Trainings ja, wurde es immer nebliger und die andere Hälfte vom Platz hat man nicht wirklich gesehen. Aber gut, ansonsten war der Platz ganz in Ordnung heute. Das letzte Spiel in Hoffenheim, die Niederlage, habt ihr die schon analysiert? Ja, wir sind direkt am nächsten Training, haben wir nochmal so ein bisschen Dialog alles angesprochen, die wichtigsten Szenen beziehungsweise was wir nicht so gut gemacht haben, was wir ganz gut gemacht haben, und dann haben wir einen trainingsfreien Tag gehabt und dann das erste Training haben wir dann auch wieder eine Videoanalyse gemacht mit ein paar Szenen, die wir nochmal ein bisschen rausgeholt haben, ein bisschen näher analysiert, damit wir es auch im nächsten Spiel besser machen können, was nicht so gut war, oder halt andere Aktionen, die vielleicht ganz okay waren, dass wir die auch genauso gut wieder im nächsten Spiel machen. Hoffenheim war ein Spiel wie leider schon so oft diese Saison gut gespielt, trotzdem keine Punkte. Was glaubst du, wo muss der Hebel angesetzt werden oder was ist letztendlich der entscheidende Punkt, damit in solchen Spielen dann auch ein Sieg oder ein Punkt angefahren wird? Ja gut, wie du gesagt hast, also wir haben schon einen großen Aufwand betrieben in dem Spiel, haben, denke ich, auch die nötige Leidenschaft an den Tag gelegt, um auch drei Punkte entführen zu wollen oder zumindest einen Punkt. Und ich denke, dass das schon mal die Grundvoraussetzung ist, die wir jetzt auch gegen Dortmund brauchen. Ich glaube, in dem Spiel braucht sich keiner so wirklich zu motivieren, weil es ausverkauftes Haus sein wird, ein Abendspiel gegen Tabellenführer, die ja oben anstehen, wenige Tore erst in der Liga kassiert haben, und denen ein Bein zu stellen, das müsste Motivation für jeden genug sein. Und ich denke, dass wir eine schlagkräftige Druck auf den Platz stellen müssen, die richtig in die Zweikämpfe geht. Da muss richtig rappeln mal wieder am Wochenende. Ja, und dann denke ich, das sind die guten Voraussetzungen, damit wir da was reißen werden.